Jetzt, meine Damen und Herren, kommt ein Mann zu uns, der ist gerade mal 16 Jahre alt und ist Deutschlands jüngster Drehorgelkomponist und Arrangeur. Bitte begrüßen Sie Erich André Steiner. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, sag ich Erich oder sag ich Erich André? Erich. Erich, okay. Erich, ja. Erich, so, du bist 16 Jahre alt. Genau. Das ist aber ein merkwürdiges Hobby, oder? Wie kommt man denn darauf? Andere machen hier FIFA 15 und die anderen spielen World of Warcraft und du machst Drehorgel. Ja, es hat angefangen, dass ich einfach, dass mein Vater sich dafür interessiert hat. Ja. Und er hat mich als kleines Kind mal mitgenommen auf dem Orgelfest. Ja. Und dann habe ich das gesehen und habe ich immer schon, ich war extrem fasziniert halt von dem Instrument, weil ich gedacht habe, man muss drehen und alles geht von selbst, alles spielt von selbst, ohne ja. dass da irgendwelche Elektrizität dahinter steckt. Da ist nichts drin, das meinen ja viele Leute, dass da irgendwie ein Blasebalg oder irgendwie irgendwas anderes elektronisches ist. Es ist einfach nur per Muskelkraft angetrieben genau. und funktioniert durch so einen Lochstreifen hier. Ne? Mhm, genau. Mal von oben zeigen. Ja, da sind viele kleine Löcher drin. Mhm. Sind die Drehorgeln alle genormt? Kannst du das jetzt auch auf einer anderen Drehorgel abspielen? Also das ist jetzt eine Norm, die hat 20 Töne und 20 Töne, das ist eigentlich so die Standardorgel. Das heißt, das ist jetzt nichts besonders Großes, aber das ist am meisten verbreitet. Und mit den 20 Tönen funktionieren die meisten Drehorgeln einfach. Und wie macht man das? Mit was macht man das? Braucht man dann ein Drehorgel-Lochgerät oder sitzt man selber mit dem Locher und macht das einfach selber dann da rein? Weil irgendwie tastet die Orgel das ja dann ab, ne? Damit... Mhm. Vorne die Pfeife weiß, wann welche Pfeife spielen muss, ne? Ja, genau. Also früher hat man das wirklich gemacht. Dann hatte man ein Locheisen, den Hammer, dann hat das alles von Hand, also erst angezeichnet, dann ausgehämmert. Heute geht es schon ein Stück technologischer, sage ich mal. Ich komponiere das Ganze am Computer in einem Kompositionsprogramm. Du komponierst auch eigene Stücke? Aber ja, ich arrangiere auch fremde Stücke. Ich arrangiere auch, genau. Okay. Und mache das eben an einem Kompositionsprogramm. Und das Ganze kann dann, also die Datei, wo dann ausgegeben wird, die Musikdatei, kann dann von einer elektronischen Stanze verarbeitet werden, die dann eben mit so einem kleinen Ärmchen da alles rausstanzt. Die Löcher rein genau. stanzt. Okay, also du kannst das dann auch vervielfältigen und anderen Drehorgelbesitzern schicken. Zum Beispiel, ja. Und die orgeln dann deine Songs runter. So ist es. Ja. Jetzt zeig uns mal, wie das klingt. Was ist das, was du hier hast? Also ich habe jetzt für die Sendung die TV-Total-Titelmelodie gemacht. Nein! Die hast du? Die habe ich gemacht, ja. Da in diesen Löchern, mit diesen Löchern, das ist das, was unsere Band immer spielt? Genau, da kann man dann gleich drauf filmen, dann kann man das sehen. Und dann drehst du hier und dann kommt das aus den 8 Pfeifen raus? Genau. Ist ja wie bei uns. Oder? Sind wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pfeifen. Entschuldigung, das tut mir leid. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Es sind natürlich 9 Pfeifen hier. Da sind es 8 Pfeifen. Ja? Damit man da ein bisschen reinschauen kann, ich habe das extra gemacht, dass man das hier alles leicht auseinanderkriegt. Da kann man mal gucken, wie sowas aussieht. Genau, damit ich habe das aber nicht von innen gesehen, aber da sind überall so Schläuche drin. Das ist der Blasebalg da. Genau, ne? das ist der Blasebalg. Durch das Drehen auf und nieder bewegt und dann wird die Luft eben dann in ein Röhrchen reingepustet, wahrscheinlich, wenn hier der dementsprechende Lochcode da drüber fährt. Ne? Das ist eben ein pneumatisches System. Das hier ist ein Ventilkasten, da gehen die Schläuche rein. Ja. Und der ist eigentlich so das Herzstück, wo alles abläuft. Und mit dem Band wird es eben gesteuert. Okay. Und ich würde sagen, wir spielen es jetzt einfach mal. Okay, das ist die TV-Total-Titelmelodie. Hat mich sehr viel Zeit gekostet, war anstrengend auf 20 Tönen, ja. Ach so, weil es mehr sind als 20 Töne. Ja, also ich habe wie gesagt hier nur 20 Töne. Weiß ich gar nicht, ich habe es zwar selber geschrieben, aber... bin ich mal gespannt, wie das klingt. Also, konzentrieren. Thank you.
Kannst du es auch jetzt wieder zurückdrehen? Genau, ich muss jetzt eben... Sehr gut. Ich muss jetzt eben zurückgedreht werden. Am Anfang habe ich aber hinten ein bisschen den Faden verloren, wusste ich nicht mehr genau, wo wir waren. Weil dann kam aber ganz toll. Genau, das wird eben... Das muss man aber auch erstmal arrangieren, Wolfgang. Das ist nicht so einfach, oder? Das ist schon eine Leistung mit 16. Also nicht nur mit 16. Ja, das Problem auch ist mit 70. Ja auch, mit diesen 20 Tönen, man hat extrem wenig Spielmöglichkeiten. Man hat nur insgesamt 2 Töne sind für den Bass vorgesehen. Ja, okay. Dann eben vorn für die Melodie. Und der Rest ist unten im Boden, sind noch ein paar Pfeifen. Und damit musst du eben alles abdecken. Und das muss noch einigermaßen gut klingen. Das ist dann schon anstrengend. Das ist wirklich komplex. Ah, jetzt sieht man hier auch den Lochstreifen. Ah, jetzt verstehe ich das Prinzip gerade. Ah, guck mal, ich habe mir was anderes vorgestellt. Ich dachte, da wäre so eine Art Dinger. So Hebelchen. Ja? Die dann so in die, wenn das Blatt darüber fällt, die dann da durchstechen und einen Impuls. Das gibt's aber auch, ja? Hier kann man sehen, hier oben, da sind die ganzen Röhren angeschlossen und da sind eben diese Löcher für die Pfeifen, richtig? Und das Papier deckt einfach nur das Loch zu. Genau, solange das hier abgedeckt ist, spielt eben nichts. Also es passt hier genau drauf und sobald ein Loch kommt, also Loch heißt Ton. Ja. Jedes Loch in diesem Gleitblock hier ist ein Ton. Und damit wird es eben angesteuert. Faszinierend. Was willst du mal beruflich machen später? Beruflich möchte ich jetzt nicht eher was Musikalisches machen. Mich interessiert eher Fotograf, Journalismus, Mediendesign. In die Richtung möchte ich was machen. Ah, okay. Vielleicht kann man so eine Drehorgel ja designen vielleicht mal. Aber die wird immer gleich bleiben, die Drehorgel, oder? Jetzt kommt nichts. Genau. Ja, ist ja nichts. Wenn ich jetzt hier was mache, dann werden es schon weniger. Ah, ein Dur-Akkord. Danke. Wirklich, tolle Sache. Und kann ich jetzt, wenn ich so eine genormte Drehorgel habe, kann ich dann bei dir ein Arrangement bestellen? Man kann schon Arrangements bestellen, bloß meins ist eben, mein Ziel ist es nicht viel zu arrangieren, sondern auch Lieder zu komponieren, speziell für die Drehorgel zugeschnitten. Ja. Ich habe auch eine Internetseite, das ist www.erichs-drehatelier.de. Da kann man sich das Ganze ein bisschen genauer anschauen, was ich so mache. Ja, dann wünsche ich damit viel Erfolg. Und das war wirklich ein komplexes Werk, was du da arrangiert hast. Wirklich ganz toll. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Erich André Steiner. Tschüss.